So. Optimal. So, einmal das. Einmal das. Einmal das. Habe jetzt übrigens gelernt, dass man hier einfach so rüber scrollen kann, ne? Dann muss man, dann spart man sich viel Zeit. Man muss nicht die ganze Zeit rumrennen, wie so ein Bekloppter. Ich habe ein paar Tipps und Tricks gesehen. Die Wunderbärchen funktionieren. Ich bin eigentlich zufrieden mit unserem Ding. Nur das Einzige, was ich noch gerne machen würde, ist Folgendes. Hier würde ich gerne ein bisschen was verändern. Bevor wir losgehen. So, wenn es um die Herbologie geht. Genau. Mit 3 Kleintöpfen, mit 1 Topf, mit 5 Kleintöpfen. Ah, das sind die großen, ne? 3 mittelgroßen, 2 mittelgroßen, 1 mittelgroßen. 2 große, 1 großen. Oh je, den wollte ich da nicht hinstellen. Brudi! So irgendwie... Ja, ja, irgendwie so. Wie viele Slots... Noch ein, okay. Bilipipapipum, bipilipupuklikutuli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 l
Wir lassen es mal so. Das passt schon für den Moment. Ich habe auch gelernt, dass man komplett alle Wände gleichzeitig verändern kann, wenn man das möchte. Ich bin mir noch nicht sicher. Mir gefällt es halt so hier. Aber ehrlich, eigentlich passt es auch gar nicht zum Ravenclaw-Dude, ne? Wollen wir mal komplett kurz den Raum anders gestalten? Aber dann können wir... Ja, doch können wir. Doch, doch, das geht schon. Wo ist denn Deke, Alter? Da bist du, du nutzloser... Spaß. Spaß! Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raumes... Warm und gemütlich soll da... Hervorragend! Welchen Stil nutzt ihr? Gotisch. Wissenschaftlich. So, auf alles übertragen. Ah ja, guck mal. Es ist alles geändert jetzt. Oder? Ja, doch. Mhm. Ja, komm. Wir sind Ravenclaw, wir arbeiten wissenschaftlich, wir sind hier nicht in einem Hobbitloch. Ne, von daher. So, Oliver! Warte mal, wer war das? Ach, nee, warte mal. Hä? Little Freak! Ah, jetzt. Digga. Vielen, vielen Dank für den Giftsab. Bin mir nicht ganz sicher, ob noch ein bisschen Farbe irgendwie helfen würde, aber wir lassen das jetzt einfach mal für den Moment. Ich bin jetzt Oliver. So. Ja, das ist jetzt halt was ganz anderes, ne? Lass mich mal das hier angucken. Mal. Ui. Mit Marmor oder was? Schüsch. Okay, ich glaube, es wurde jetzt alles umgeändert, right?
Ausnahme von sowas. Okay, diese Sachen muss man trotzdem noch einzeln verändern. Ah, Anwendung auf alle Nischen. Okay. I get it. Ah, und die Decke selber muss man natürlich auch noch... Verstehe. Ach, das ist ja auch noch der botanische... Okay, man muss alle Dinger separat ändern, damit die sich auch wirklich dann ändern, ne? Okay, ich verstehe. Aber man kann es für alle übernehmen, des gleichen Typs. Ja, das ist halt was ganz anderes, ne? Nicht mehr so düster. Obviously. Wie ist denn eigentlich... So sieht der aus, ja. Ich will den halt nicht umstellen, ne? Ich will den nicht umsetzen. Bleib mal locker, da wo du bist. Ach, Brudi. Ich will doch den einfach nur... Okay, nee, nicht Objekt rotieren. Warte, es gibt doch einen anderen Stil von dem Ding, oder nicht? Ich will aber nicht die Farbe ändern, ich will... Lost? Es gibt doch die Dinge auch. Hey, gibt's die Dinger nur in einer in einem Stil? Ich dachte, da gibt's auch mehrere Stile. Spielst du Splatoon 3? Nee. Splatoon spiele ich tatsächlich gar nicht mehr. Okay, dann gibt es die scheinbar nur in einer Form. Ich dachte, es gibt mehrere. Komisch. So, sieht ein bisschen anders aus jetzt, ne? Rebellion. Genau, der botanische Boden, den müssen wir auch noch ändern. Machen wir den so? Wissenschaftsboden? Oder so?
Was zum Teufel ist eigentlich elekisch? Was Gotisches haben wir jetzt festgestellt. Eklektischer Boden. Digga, was soll das denn sein? Oh, Sefi, du Tölpel. Eklektik ist ein Stil aus dem 17. Jahrhundert. So, Swamp. Da wohnt Shrek und seine Family. Lesen, lernen, Bubble. Ey, Lil Freak, muss ich mich jetzt von dir auch schon mobben lassen, oder wie? Gehörst du jetzt auch schon zu denen? Tschüss. So, ist mal was anderes. Mir hat der Alte schon irgendwie besser... ich weiß nicht. Das sieht halt viel offener und viel schöner aus, so gesehen, ne? Aber... der Alte hatte auch was, aber wenn wir Slytherin sind, dann machen wir so einen richtig ekelhaften Bunker. Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Natürlich und erdverbunden. Als würde man sich im Freien befinden. Hervorragend. Das hat mehr Atmosphäre halt, ne? Aber das andere ist halt klarer und schöner. Protego. Vielleicht machen wir auch Nacht. Ich wollte fragen. Ravenclaw mag ja so Sterne und so. Der Raum soll mysteriös und gruselig wirken. Mysteriös und gruselig? Herbert, der Kürbis-Pastetenmann. Hervorragend. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie stehe ich halt auf dieses Düstere. Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Aber ich glaube, hier wäre tatsächlich kühle Mond, Mondlicht. Es wäre schön. Hervor. Schöner. Weil das soll nicht mehr gruselig und sumpfig sein, sondern das soll... ja! Porgas. Was meint ihr, Leute? Tag oder Nacht? Tag sein oder doch Nacht. Es explodiert und es kracht. In meinem Labor. Team Nacht. Ja, Nacht ist schon sick, ne? Sieht halt schon geil aus. Der Kürbis-Pastetenmann hat auch schon wieder zu viele Experimente gemacht. Der Mega-Kürbismann. Was man mit seinem Kürbis so alles machen kann. Kann man immer mehr Stile freispielen oder hat man einfach ein paar zur Auswahl? Du hast einfach 4 Stück insgesamt, glaube ich, zur Auswahl. Zwei Nachtstile, 2 Tagstile. Und du hast halt 4 Stile insgesamt, die du alle kombinieren kannst, wie du möchtest. Ja, Nacht ist... Nacht die Ries, Freunde, Nacht die Ries. Aber ich hätte dann gerne mehr Lichtquellen hier drin. Möbel, Technik... Boah, Digga, wir haben ja noch nichts gefühlt.
Die Lampe von dem Ding bringt halt echt nichts, ne? Da muss so eine rein eigentlich jetzt. Kriege ich die irgendwie da nach hinten? Nein? Ah, okay. Huch. Hätte ich einen... Die sind ein bisschen streng hier. Die könnten auch mal ein bisschen helfen. Oh. Na, siehst du, geht doch. Stellen einfach überall diese Lampen auf. Im Gang kann man keine aufstellen. Da. Man kann nie genug Lichtquellen haben, Freunde. Ne? Jetzt ist es doch gleich viel schöner. Guck mal, jetzt wo überall Licht ist. So. Gut, dann wollen wir mal. Ich glaube, wir sind mittlerweile ready für den Auftrag. Alright. Lass mich kurz auf die Weltkarte. Nein. Guckt euch das an. Leute, das haben wir auch nie gemacht, ne? Ich dachte so, ja. Man kann ein-, zweimal zoomen, aber man kann einfach komplett rauszoomen und dann sieht man. Sumpf an der Nordfurt. Da haben wir eine von 7 Truhen. Wir haben 0 Handbuchseiten. Eine von 4 Prüfungen Merlins, also man sieht, da ist noch quasi nichts gemacht. Ne? Wir haben noch einen Astronomiealtar, einen Demigeist. Im Sumpf haben wir uns noch kaum umgeschaut. Anders im verbotenen Wald, da haben wir fast alles. 2 von 3 Prüfungen Merlins, alle Truhen, alle Orte der Magie und alle Altäre. In Hogsmeade haben wir auch relativ viel. Berüchtigte Gegner. Ah, okay. Das sind also berüchtigte Gegner. Region nördlich von Hogwarts.
Auch da haben einiges. Und dann natürlich in Hogwarts selber. Da sehen wir immer alles, was wir quasi noch einsammeln können und müssen. Und hier wird es dann schon ein wenig rarer, ne? Tal von Hogwarts. Sumpf am Südmeer. Genau. Und hier die Glackmar-Küste ist dann, wo wir noch quasi gar nicht waren. Ne, wo ich nochmal durchgeflogen bin. Kap am Herrenhaus. Jawohl. Und bisher waren wir eigentlich größtenteils hier. Auch mal hier unten. Wegen der einen oder anderen Quest. Jetzt wird es uns wahrscheinlich in dieses Gebiet hier verschlagen. Und ihr seht, by the way, auch die Level. In Hogwarts sind die Level 1 bis 20 von den Gegnern. Und die Level passen sich immer eurem Level an. Ne, hier 5 bis 20. Tal von Hogsmeade 1 bis 20. 1 bis 25. Verbotener Wald 20 bis 40. Das bedeutet, am Anfang des Spiels ist es riskant, in den verbotenen Wald zu gehen, weil da die ganzen Viecher auf Level 20 sind. Minimum. Und das geht bis 40. Das bedeutet, die werden auch bis Max-Level gehen. So, dann haben wir hier den Sumpf. 10 bis 25, das Tal, 1 bis 30, 1 bis 20. So. Und jetzt hier, Poseidon, Poisierküste. 20 bis 40, 20 bis 40, 25 bis 40, 25 bis 40, 30 bis 40. Also das hier ist definitiv das höchstgelevelte Gebiet hier unten und dementsprechend auch Endgame. Aber da kann man so ein bisschen gucken, welches Level wo ist, ne? Und was man übrigens auch kann, man muss nicht immer hier irgendwo rumdrücken oder so, man kann auch einfach hier geheime Räume und dann kann man Raum der Wünsche drücken und bam. Anstelle immer mit dem Cursor irgendwie die fucking Teleporter suchen und so. Ne, kannst du auch einfach hier. Das wusste ich tatsächlich auch nicht. Schön, dass wir das nach 50 Spielstunden jetzt erfahren. So, okay, dann wollen wir mal, das ist irgendwo im Astronomieflügel oder was, oder wie? Gehen wir mal dahin.